Hier scheint er schon mal nicht dabei zu sein. Das ist ein Kelch. Okay, Leute, ich ziehe meinen Joker. Den darf ich einmal pro Minute darf ich den einsetzen. Wir gucken jetzt einfach mal. Morrowind Quests. So. Main Quest. Path of the Incarnate. The cup and the corpus weepings can both be found in the dome of Pollock's Eve. The cup is on the table and the weepings can be found under the urn in the center of the room. You can also find weepings on any random corpus monster which wanders around the other halls. Unfortunately, the shadow shield is buried much deeper within Koguru. Okay, Dome of Pollock's Eve. Das heißt, wir müssen nach oben, ne? Das heißt, wir müssen nach oben. Wir sind hier viel zu weit unten. Wir haben ja jetzt hier auch schon relativ gut wieder aufgeräumt, ne? Der Dome. Oh. Das heißt natürlich, wir müssen jetzt nach oben, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, kann das sein? Hier überhaupt schon gewesen? Halle des wachsamen Gefühls. Zwischendurch. Die Frage ist ja, muss das, gibt es die nur hier oder? Ihr Ende. Das ist schon der oberste Punkt hier. Dann muss das ja hier irgendwo sein. Wie viele Räume, wo das sein kann, haben wir denn? Ein. Toll. Das ist jetzt natürlich scheiße. Das ist potenziell gerade richtig scheiße. Dass wir den eventuell schon eingesammelt und vielleicht sogar verkauft oder weggeschmissen haben. Was machen wir denn jetzt? Ja, muss ich jetzt noch mal kurz. Kinder ab. Wenn wir das Stationen Menschen zu Neuig Items, ob ich das einfach mal entspannt nehme. Ja. Hier steht nicht mal, wo das Ding ist, ne?
Ah, warte mal. Warte mal, Halls of the Watchful Touch ist nicht das gleiche wie, wie heißt es? Wie heißt es? Dome of Pollock's Eve. Warte mal. Hier gibt es ja noch andere Gebäude, ne? Und vielleicht in eins von denen. Pollocks Kuppel zum Beispiel. Und Dagot Gira töten. Wenn hier noch ein Dagot lebt, dann waren wir hier nämlich auch noch nicht. Guck mal, da ist der Pokal. Jetzt haben wir alles. Ha! Alter, war das knapp. Ich wollte gerade anfangen, dagegen zu wirken, aber ich hätte wahrscheinlich eher einen Heiltrank nehmen sollen. Dagot Uviel. Ich meine, wenn wir hier schon alles auseinandernehmen, dann können wir auch alles auseinandernehmen. Ne? Ich habe damals, glaube ich, wirklich die Kuppeln hier ignoriert, ne? Und nur das Hauptgebäude gemacht, weil ich dachte, damit sind wir dann fertig. Und schon aber nicht mehr genug Magiepunkte. Warte mal, das ist mehr wert, ne? Nee. Nee, ist es nicht. So. Okay, aber jetzt haben wir es hier wirklich aufgeräumt. Wenn nichts daran ändert. Oh. Jetzt mal ein bisschen Mana brauchen hier. Damit wir die Rückkehr sprechen können. Und heute mache ich meine Drohung auch wahr, Leute. Heute lesen wir. Aber ich möchte wissen, wie die Geschichte des Kaiserreichs weitergeht. Und wir haben noch so viele andere Bücher. Muss man ja mal. Für ein gutes Gespräch habe ich immer Zeit. So, ja, ja, erstmal muss ich zum Arsch schauen. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Unsere Aufgabe erfüllt, ne? Wenn ihr mir die drei Zeichen der Prüfung des Kriegers gebracht habt, kann ich euch Näheres über die dritte Prüfung berichten. Ich bin beeindruckt. Ihr habt mir diese drei Zeichen gebracht. Ihr könnt sie behalten. Ihr habt die Prüfung des Kriegers bestanden. Und ich will euch das Geheimnis für die dritte Prüfung geben. In dunklen Höhlen Nasuras Auge sieht und Mond und Stern erstrahlen lässt. Das ist die dritte Vision. Ihr müsst nun in die Höhle des Fleischgewordenen gehen. Einen heiligen Ort der Asura. Und nach dem Mond und Stern suchen. Das Geheimnis der Höhle des Fleischgewordenen ist in ein Rätsel gekleidet. Die Felsnadel liegt innerhalb der Zähne des Windes. Die Haut der Perle umgibt den Höhleneingang. Der Traum ist das Tor und der Stern ist der Schlüssel. Dieses Rätsel ist die Prüfung der Weisheit. Schöpft Ratschlag aus der Weisheit der Stämme und ihr werdet den Weg finden. Sucht nach der Höhle des Fleischgewordenen. Der Mond und Stern soll durch euch gefunden und zu Nibani gebracht werden. Nehmt meinen Segen
und den Segen unseres Stammes, Malipu Atamans Gürtel, mit euch. Okay, kann die, Es ist mir ein Vergnügen. Weise Frau uns da vielleicht noch helfen? Hi. Die dritte Prüfung, der Mond und Stern, ja, die dritte Prüfung, wahrscheinlich unter D, ne? Da, dritte Prüfung. Zul'Matul hat euch ausgeschickt, um mehr über die dritte Prüfung herauszufinden. Er hat euch von dem Asura geweihten Schrein berichtet, der die Höhle des Fleischgewordenen genannt wird. Ich kann euch nicht sagen, wie oder wo ihr diesen Ort findet. Aber er hat euch geraten, die Weisheit der Stämme zu nutzen. Ich bin bereit, meine Weisheit mit euch zu teilen. Vielleicht kann ich euch mit diesen Zeilen aus dem Rätsel helfen. Der Stern ist der Schlüssel und der Traum ist das Tor. Der Stern ist Asura. Asuras Stern erscheint nur in der magischen Stunde zwischen Tag und Nacht, im Morgengrauen und im Zwielicht. Ihr sagt, der Stern ist der Schlüssel. Asuras Stern? Dann, dass die Tür nur zur Abend- und Morgendämmerung zu sehen sei und dass der Stern der Schlüssel sei, der sie öffnet. Okay, können uns hier andere noch damit helfen irgendwie? Oder muss ich die anderen Völker abhandeln hier? Dieses Zeichen unseres Stammes, Malipu Atamans Gürtel, ist der Beweis für Zul'Matuls Segen. Lasst mich nachdenken. Meint ihr vielleicht die Nadel? Das ist eine große Felssäule im Tal des Windes. Ich habe ein oder zweimal darunter geschlafen. Das Tal des Windes ist ein Tal in den nordöstlichen Hängen des Roten Berges. Der Eingang zum Tal wird durch Airans Zähne gekennzeichnet. Zwei große Felsnadeln. In den nordöstlichen Hängen des Roten Berges gibt es nebeneinander zwei Täler. Das westliche Tal wird Tal der trockenen Lager genannt. Die Lager haben kein Wasser, sind aber windgeschützt. Auch die Dun-Ahe-Höhlen sind dort. Das Tal des Windes ist das östliche Tal. Es zieht sich im Süden durch Airans Zähne und windet sich hoch zum Roten Berg. Die Eingänge dieser Täler liegen im Osten an der Küste. Geht an der Dwema-Ruine Bitwant vorbei und gleich hinter der dädrischen Ruine Sergunipal nach Süden. Airans Zähne sind zwei Felsnadeln am Zugang zum Tal des Windes. Das Tal des Windes erstreckt sich südlich des Meeres im Nordosten von Wardenfell, östlich der Dwema-Ruine Bitwant, östlich vom dädrischen Zergunipal. Wir gehen nicht ins Tal. Der Wind heult dort und die Geister sind immer wach. Darelet Ahnengruft befindet sich in diesem Tal. Es ist verrückt, die Geister an ihrem Ruheplatz zu stören. So, wonach können wir noch fragen? Die Haut der Perle. Ihr tragt Malipu Atamans Gürtel, das ist wichtig. Einen Moment. Ihr erwähnt die Nadel im Tal des Windes. Ich erinnere mich, an der Spitze ist, nicht weiß, doch viel heller als die anderen Felsen in der Nähe. Der Eingang zum Tal des Windes ist gleich unter der Nadel. Es ist ein guter, sicherer Lagerplatz, windgeschützt mit nur einem Zugang. Der weißliche Fels an der Spitze der Nadel, das könnte die Perle sein, nach der ihr sucht.
Nach den Felsadeln haben wir auch schon gefragt. Ich glaube, damit haben wir es, ne? Ist das alles, was wir erfahren können? Was sagst du, Katerchen? Kann man noch mehr erfahren? Ich gucke nur glatt nach. Nicht, dass wir jetzt hier losschlawenzeln. Und dann aber noch nicht alles fertig haben. So, okay. Dankeschön. Dann gucken wir auf die Karte, wo das jetzt sein soll hier. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Was ist das da? Ist das da ein X? Das ist ja spannend. Da muss ich jetzt mal gucken. Willkommen. Seid ihr es wirklich? Hier ist nix. Also hier ist nix. Heiner? Bist du das X? Nein, du bist nicht das X, ne? Das glaube ich nicht, dass du das X bist. So, okay, gut. Fallas Marion. Haben wir Fallas Marion schon? Da ist der Gunipal. So, das da. Da müssen wir hin. Da hinten ist unser Ziel. Da irgendwo. Das sind die beiden Täler hier. Die Zwillingstäler, von denen die Rede war. Natürlich wieder ein Brett, ne? Das ist eine richtige Expedition. Aber die nehmen wir, glaube ich, beim nächsten Mal in Angriff. Denn ich möchte die Geschichte des Kaiserreiches jetzt noch weiterlesen. Ihr wusstet, dass es kommt. Ich habe euch vorgewarnt. Ich finde, wir haben heute tatsächlich relativ viel geschafft. Deswegen können wir jetzt auch mal ein bisschen was anderem beschäftigen. Oh, meine Güte. Sprechen und so nicht einfach ist das. Wo ist die Geschichte des Kaiserreichs hin? Leute, warum sind die weg? Leute, die Kaiserreich-Bücher sind weg. Was ist denn das für eine Scheiße? Und das ist natürlich... Jetzt bin ich auch schon ein bisschen angepisst. Na gut. Dann... teleportiere ich mich halt. Bin ja jederzeit wieder hier zurück. So, von Gnisis kommen wir natürlich nicht so einfach nach Balmorra, wenn wir über Altruhen. Ja, ich weiß ja, dass die Geschichte des Kaiserreiches in unserem Haus steht. Jetzt müssen wir da nur hin. Das kostet jetzt natürlich wieder alles Zeit. Ne? Ausflug zum gleichen. Das ist schon ein bisschen nervig gerade. Wieso sind diese Bücher weg? Wir hatten da zwei Kopien von. Eine haben wir für eine Quest abgegeben, aber die andere doch nicht. Ach, leckt mich doch am Arsch, ey. So. Jetzt aber. Gerade auch noch das Spiel abgestürzt, als ob es mich in jeder Art und Weise sabotieren kann, wie es nur gerade kann. Aber ich lese die Geschichte des Kaiserreiches trotzdem. Und der dritte Teil kommt jetzt. Buch 1 bot einen Überblick über die Thronfolge der ersten 8 Kaiser der Septim-Dynastie, von Tiber dem I. bis Kintira der II. Das zweite Buch befasste sich
mit dem Krieg des Roten Diamanten und den 6 nachfolgenden Kaisern, von Uriel dem Dritten bis Cassinda dem Ersten. Am Ende dieses Buches wurde beschrieben, wie der Halbbruder von Kaiser Cassinda, Uriel der Vierte, den Kaiserthron von Tamriel bestieg. Es ist hinreichend bekannt, dass Uriel der Vierte von Geburt her kein Septim war. Seine Mutter regierte zwar viele Jahre lang als Kaiserin, sie war jedoch eine Dunkelelfe, die einen echten Septimkaiser, Pelagius den Dritten, geheiratet hatte. Uriels Vater, ein bretonischer Edelmann namens Galliver Lariat, war nach Pelagius' Tod der Gemahl von Kataria der Ersten. Vor seiner Krönung als Kaiser des Imperiums hatte Cassinda die Erste das Königreich Megesruch regiert, meine Güte! Jedoch zwang ihn sein schlechter Gesundheitszustand zum Abdanken. So, Cassinda hatte keine Kinder. Also adoptierte er seinen Halbbruder Uriel und trat das Königreich an ihn ab. 7 Jahre später, nach dem Tod seiner Mutter, erbte Cassinda die Kaiserkrone des Imperiums und 3 Jahre danach trat Uriel erneut Cassindas Erbe an. Die Herrschaft Uriels des Vierten war lang und schwierig. Trotz seiner Adoption in das Septimgeschlecht und trotz des hohen Ranges der Lariat-Familie, die sogar entfernte Vettern des Septims waren, mochten ihn nur wenige Mitglieder des Ältestenrates voll als Blutsnachfahren Tibers anerkennen. Während der langen Herrschaft Katharias der Ersten und der kurzen Regentschaft Cassindas des Ersten hatte der Rat immer mehr Verantwortung übernommen. Und ein willensstarker, fremder Monarch wie Uriel der Vierte konnte einfach nicht die unverbrüchliche Loyalität der Ältesten gewinnen. Immer wieder gab es zwischen dem Rat und dem Kaiser Querelen und der Rat setzte sich fast immer durch. Seit der Zeit Pelagius des Zweiten bestand der Ältestenrat aus den wohlhabendsten Männern und Frauen des Imperiums und ihre Macht war entscheidend. Den letzten Sieg über Uriel den Vierten errang der Rat posthum. Andorak, der Sohn Uriels des Vierten, wurde per Abstimmung im Ältestenrat enterbt und im Jahre der dritten Ära 268 ein mit der ursprünglichen Septimlinie näher verwandter Vetter zu Kaiser Zephorus II. Ausgerufen. Meine Güte! In den ersten 9 Jahren der Herrschaft Zephorus II. Bekämpften Andoraks Anhänger die kaiserlichen Streitkräfte. Um den Krieg zu beenden, übertrug der Rat mit einer Resolution, die der weise Erentin, Tiber Septims Herz schlägt nicht mehr nannte, Andorak das Hochfelskönigreich Schornhelm. Andoraks Nachfahren herrschen dort bis zum heutigen Tag. Im Großen und Ganzen jedoch hatte Zephorus II. Feinde, denen er mehr Aufmerksamkeit schenken musste als Andorak. Wie aus einem finsteren Albtraum, so erzählt Erentin, führte ein Mann, der sich der kamoranische Usurpator nannte, eine Armee von Daedra und untoten Kriegern in einem wilden Feldzug durch Walenwald und eroberte ein Königreich nach dem anderen. Nur wenige vermochten seinem Ansturm standzuhalten und mit jedem blutgetränkten Monat des Jahres der dritten Ära 249 versuchten es auch immer weniger. Zephorus II. Schickte immer weitere Söldnertruppen nach Hammerfell, um den Marsch des Usurpators nach Norden zu stoppen. Aber sie wurden bestochen, abgeschlachtet oder in Untote verwandelt. Die Geschichte des kamoranischen Usurpators verdient ihr eigenes Buch. Es empfiehlt sich, weitere Details in Palo Iltres, der Fall des Usurpators, nachzulegen. Kurz gesagt hatte die Vernichtung der Streitkräfte des Usurpators nur wenig mit den Bemühungen des Kaisers zu tun. Das Ergebnis war ein großer regionaler Sieg und vermehrte die Feindseligkeiten gegen das scheinbar unfähige Imperium. Es gelang Uriel dem V., Sohn und Nachfolger von Zephorus II., die Öffentlichkeit wieder von der schlummernden Macht des Imperiums zu überzeugen.
mit einer Serie von Invasionen, die er sofort nach seiner Intronisierung im Jahre der dritten Ära 268 begann, lenkte Uriel der Fünfte die Aufmerksamkeit Tamriels von den internen Zwistigkeiten ab. Uriel der Fünfte eroberte Roskrea im Jahre 271, Cadnoquay folgte 276, Ynneslea 279 und Esroniet 284. Im Jahre der dritten Ära 288 begann er sein ehrgeizigstes Unternehmen. Die Invasion des kontinentalen Königreiches Akavir. Dieser Feldzug erwies sich im Endeffekt als Misserfolg, denn zwei Jahre später wurde Uriel der Fünfte in Akavir auf dem Schlachtfeld von Hionit getötet. Trotzdem steht der Ruf Uriels des Fünften als großer Kriegerkaiser von Tamriel dem Tibers kaum nach. Der vierte und letzte Band dieser Serie befasst sich mit den letzten vier Kaisern. Angefangen mit dem kleinen Sohn Uriels des Fünften. Und das lesen wir irgendwann später. Nächste Woche oder die Woche danach Ich behaupte einfach mal in relativ absehbarer Zeit. So, wo ist Rückkehr? Da ist Rückkehr. Das Gute ist, in das Urschulako-Lager kommen wir immer relativ schnell wieder zurück. So, jetzt meine Frage. Haben wir noch eine Rolle des Windwandelns? Das ist meiner Meinung nach nämlich das, was jetzt am ehesten... Rolle des Windwandels. Wie viele davon haben wir eigentlich? Das ist die letzte. Okay, die muss zählen. Ich wandel auf dem Wind. Ich wandel auf dem Wind. What a glorious feel. Ich wandle geschwind. Aber es ist natürlich trotzdem eine ganze Ecke und ich glaube nicht, dass wir die ganze Strecke schaffen werden. Aber es ist zumindest schon mal einiges, ne? Einiges näher dran. Das ist ja auch schon was. Obwohl, Leute. Ich glaube, wir sind so gut wie da. Ich muss unbedingt gucken, ob wir diese Windwandler-Dinger... Da ist die Darelet-Ahnengruft. Müssen wir unbedingt gucken, ob wir diese Windwandler-Dinger irgendwo kaufen können. Die sind echt nützlich. Jetzt hat sich die große Frage... Wo wollen wir hier hin? Ich meine, es hieß ja unter der Perle, ne? Und unter der Perle ist natürlich hier vorne relativ am Anfang. Warte mal, ein weißlicher Felsen auf der Spitze der Nadel. Das
vermutlich auch hier irgendwo drin sein oder sowas. Okay. Auf jeden Fall sind wir schon mal so ungefähr am richtigen Ort, würde ich sagen. Das ist auch ein guter Ort, um für diese Woche Schluss zu machen und beim nächsten Mal dann die Suche nach der Höhle des Fleischgewordenen fortzusetzen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.